Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Und in dem heutigen Video zeige ich euch, wie man Windows richtig installiert. Das Ganze ist größtenteils für die Video-Week. Von Haralds Live produziert an Kanal, der wahrscheinlich größtenteils als Witz gemeint ist. Und ich habe mir gedacht, ich mache aus Witz, mache ich einfach mal mit. Bei deren sogenannter Video Week. Ja. So, also wir sind hier frisch in einem Windows-Installationsprogramm angekommen. Und müssen natürlich als allererstes erstmal Time and Currency formen. Also, ein bisschen scrollen und dann hat man da German Germany. Klick mal auf Next, dann hat man dieses Install Now Dings Dial. So, dann haben wir wieder die typischen Ladezeiten. Dann dürfen wir natürlich einmal Geld ausgeben oder halt auch nicht. Haben wir wieder eine schöne Ladezeit. So, dann dürfen wir hier unsere Edition auswählen. Wichtig, ich würde immer diese Ends hier nutzen, weil die sind einfach besser. Punkt. Weil da ist nicht so viel Bloatware dabei und euer System läuft generell stabiler damit und alles. Also das sind die Ends. Also ich nehme jetzt einmal Windows 10 Pro N. Klick auf Next. Dann dürfen wir wieder warten. So. Dann dürfen wir einmal unsere Leber verkaufen an Microsoft. Oder auch unser gesamtes Privatleben. Dann Custom. Das auswählen. Next. Und die Installation beginnt. Jetzt heißt es zurücklehnen und dem Ladebalken beim Laden, beim Sein, beim Größerwerden zusehen. Kann ich ja eigentlich, oh, ich kann sogar Task MGR. Ach, ist ja lustig. Habe ich sogar noch einen schönen Task Manager, aber das ist noch die Windows 7 Edition. Processes, okay, das ist also erstaunlich wenig. Wallpaper Host Exe. Was ist das? Okay, da haben wir dann schon die ganzen Services. Und unter Performance. Okay, ja, das ist dann einfach der PC. Wie viel RAM zieht denn so oder sowas? Okay, ja, keine Ahnung. Physical Memory. Sieht man, wie viel RAM? Da. Wir sind. Ja, also das zieht gar nicht mal so viel. Und Network. Okay, keine Netzwerkadapter. Ja. About Task Manager. Okay. Username Org. Okay, da ist die Installation abgeschlossen. Dürfen wir neu starten. So, dann haben wir wieder diese wundervollen Ladezeiten, die wir von Windows kennen. So. Hier kann man jetzt aber leider nicht irgendwie Spaß haben mit dem Task Manager, oder? Ja, moin! Ich kann im Boot. Ist das deren Scheiß Ernst, dass ich in Bootscreen schon Windows nutzen kann? Okay, ja, okay.
Okay. Shift F. Okay, na, jetzt ist der Taskmanager weg. Jetzt kann ich leider nichts mehr machen. Aber ich kann einfach im Bootmenü. Während der bootet, kann ich schon Windows nutzen. Das ist auch geil. Das wusste ich noch nicht. Siehst du, man findet immer wieder neue Sachen. Aha. Okay. Ja, okay. Ja, das ist. Okay, jetzt haben wir auch eine funktionierende. Oh, ja, das ist eine gute Idee. Ich kann theoretisch Task MGR, mach ich nochmal. File, run your task. Explorer-Exe. Deren Scheiß Ernst? Das ist geil. Ah, okay. New. Okay, wir machen ein Rich Text Document. So, dann speichere ich das mal. Wird wahrscheinlich gelöscht. Aber was nicht gelöscht wird, ist, wenn ich jetzt hier ein. Oh, da kann ich. Kann ich da gar nicht. Kann ich nur noch einen Ordner machen? Okay. Dieser Ordner ist dumm. Super. Ich kann quasi schon Windows nutzen. Scheiße, kann ich auch schon Internet Explorer. Ah, wie heißt der Scheiß Internet Explorer? Okay, ich glaube, ich kann da theoretisch Explorer-Exe. Okay, ja, man muss Admin anticken. Theoretisch kann ich ja. Program Files Internet Explorer. Okay, ne, der macht nicht mit. Okay, schade, der macht nicht mit. Dann öffne ich mal eine PowerShell. Aber wie öffne ich eine scheiß PowerShell? Ich fordere nur die Executable. Kann ich auch hier Winget nutzen? Winget, nee. Ich kann nur, braucht dafür die PowerShell. Okay, nee, aber das ist. Matthias. PowerShell. Okay, ich glaube, jetzt befinde ich mich in einer. Ja, da. Jetzt befinde ich mich in einer PowerShell. Okay, das ist gut. Also was wir hier machen, ist total bescheuert. Ne? Das sollte man eigentlich nicht machen. Winget install Mozilla.firefox. Oh. Winget ist noch nicht installiert. Schade. Okay. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Okay. Ja, ich befinde mich in Deutschland. Okay. Nein, es ist falsch. Wenn ich mich in Deutschland befinde, dann habe ich auch ein deutsches Tastatur, ihr Vollhorsies. So, jetzt müssen wir ein bisschen
wichtige Konfiguration machen, ne? Er kennt sie nicht. Die wichtigen Konfigurationen, ne? Ist aber auch geil. Ich frage mich, was dieser. Aha. Okay, meine Maus ist wieder verbuggt. So, mal wieder Reboot. Ich versuche jetzt überall eine CMD zu öffnen. Macht er aber nicht mit, schade. Das hier wieder? Ja, okay, da macht das wieder. Das ist geil. Okay, dann. Mal sehen, ob wir jetzt Winget nutzen können. Winget install Mozilla. Firefox. Nein, Winget funktioniert leider immer noch nicht. Schade aber auch. Ah, ja, Setup for Personal Use. So. Kann ich eigentlich auch. Ja, kann ich, aber dann darf ich alles von vorne machen. Danke, Microsoft. Habt ihr toll gemacht. German. Yes. Skip. Wichtige Konfiguration, ne? Okay, ja. Aber jetzt ist auch CMD wieder geblockt. Schade, ich wollte doch noch so viel lustiges Zeug machen mit dem Installer. Aber gut. Just a moment. Diesmal musste er sogar nicht rebooten in der Zwischenzeit. Das ist gut. Okay. Nein, ich möchte keinen Microsoft-Account nutzen. Nein, das ist nicht limitiert, Alter. Limited Experience. Das kann ich mich wieder drüber aufreden. Ich bin natürlich. Nee, Peter ist mein Bruder. Ich werde jetzt mal. Okay, ich nenne den Account nach meinem Bruder. Peter. Das war ein Witz. So, Passwort brauchen wir nicht. Wir sind natürlich smart. Nein, ich möchte nicht, dass er mich trackt. Also, ich möchte auch nicht, dass ihr wisst, wo ich bin. Ich möchte auch nicht, dass ihr wisst, was ich mache. Und ich möchte auch nicht wissen, was ich. Dass ihr wisst, was ich. Ich kann nicht mehr reden, ich will auch nicht wissen. Also, ich will auch nicht. Ich will auch nicht, dass ihr wisst, was ich schreibe. Und ich möchte auch keine. Teile, also noch mehr Tracking. Und ich möchte auch keine Advertising-ID. So. Ich werde jetzt einfach richtig verwirren. ja, Cortona, natürlich. Wir haben wieder die schöne Explore. Ja, beziehungsweise, ich probiere mal. Oh, ach, schade. Okay, ne, jetzt ist gar nichts mehr. Jetzt kannst du gar nichts mehr machen. Ja, sehr, wie ich hier rumklicke. Ne, passiert nichts. Schade, schade, schade. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen lustiges Zeug anstellen, aber gut, geht halt nicht mehr. Ja, was kann man in der Zwischenzeit machen? Ich wollte eigentlich jetzt. Ach, das ist so scheiße. Schade, 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 schade. Schade, Microsoft. Dass ihr dann alles wegblockt hier. Das wäre doch so schön gewesen. Okay, das war vielleicht gerade ein bisschen laut. Jetzt ist meine Maus wieder so schön verbuggt. Ah, da wieder, So,
Ja, Leverring, too. Also ich glaube, ich. Aha, almost there. Wir sind schon fast da. Okay, Windows hat schon rumgemeckert. Oh, die haben sogar den. Ich habe den Taskmanager im Hintergrund geöffnet. Sehr, sehr schön. So. Was ich jetzt als allererstes mache, ist, dass ich, ohne einen Browser zu öffnen, Firefox installiere, damit. Also. Winget install Mozilla.firefox. Hä? Seit wann gibt es kein Winget mehr? Wollt ihr mich verarschen? PowerShell run at administrator. Yes. Okay. Ich verstehe es nicht. Was zum... Gut, irgendwas muss da wohl schiefgelaufen sein. Dann nutze ich halt den Internet Explorer. So, nee, ich möchte da nichts. Nein, nein. Pui, aus. Pui, 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 Switch. Nee, möchte ich nicht. Das möchte ich auch nicht. Nein, nix. So, Download Firefox. Maybe later. Ach, Switch, das ist wieder schön. Switch to the browser recommended by Microsoft. Get speed and secure. Oh, das ist aber das. Ui, das ist aber jetzt. Das kann ich nicht unterstützen. So, Download Firefox. Danke für nichts. Ach, da ist es ja. Security Scanner. So. In der Zwischenzeit kann ich theoretisch schon mal die Bildschirmauflösung anpassen. An 1920 mal 1080. So, da konnte er jetzt natürlich nichts erkennen. Muss ich ja gerade mal auch die Größe hier anpassen. Wundervoll. So. Ich glaube, das passt. So, Firefox. Vollhorst nutzt du bitte Edge. So ist viel besser. Not now. Schön. Import. Damit er nicht rummeckert. System. So. Und ein Skript, der auch immer sehr schön ist zu nutzen, ist Debloat. Christi, das ist Debloat. Aha. Alle ablehnen. Super. Und das gibt es ja dann in die PowerShell ein, in die Admin PowerShell, um genau zu sein. Und dann. Tada! Ja, das ist schön, ne? Das macht man so. Ne? Und dann kann man da schöne Sachen installieren, wie. Sachen halt, die man gebrauchen könnte. Also sowas wie Steam oder. LibreOffice oder 7-Zip oder CPUC oder GPUC oder
Java, beziehungsweise das Java reicht, oder JetBrain Toolbox, oder VS Codium, oder Zoom und OBS und sowas. So, da habe ich jetzt ein bisschen was ausgewählt, dann klicke ich auf Start Install, dann installiert er mir das. Okay. Sehr interessant. Okay, ja, er lädt. Select Administrator. Ja, ich glaube, es hat sich aufgehangen. Es ist natürlich jetzt der Vorführeffekt, ne? Ich weiß nicht, was hier. Aha, okay. Programs installed. Es funktioniert. Und das ist es. Hat sich dann verabschiedet. So, da ist sie wieder, die Toolbox. Da kann man natürlich auch ein bisschen Tweaks machen. Kann man zum Beispiel eine Minimal-Tweak-Scheiße machen. Kann man alles Mögliche machen. Wi-Fi, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche ich. Brauche ich auch nicht. Zack. So, und dann macht er das auch. Können zwischendurch auch mal ein paar kleine Fehler auftreten. Und dann sollte der eigentlich durch sein. Dann danach. Also, so, jetzt ist er dann. Kann man ein bisschen Config machen. Und dann hat man noch Update. Und dann kann man noch Updates delayen. Super. Und dann, ja, wieder schließen. Ja, also dann ist man eigentlich fertig mit so einer frischen Windows-Instanz. Mit allem Möglichen. Also vielleicht noch das Startmenü ein bisschen clean machen. Ja, und dann vielleicht auch gucken, dass das nicht ganz so rumpackt wie Sau. Okay, das ist auch dumm. Gut, also Windows ist generell. Ja. Also, jetzt sind wir fertig mit der Windows-Installation. Nach entspannten 23 Minuten. Alles schön konfiguriert. Ein bisschen scheiße, wenn es so lange baut. Also, eigentlich komplett unnützes Video. Ich lade es trotzdem hoch, weil Haralds Live, der wird das bestimmt nehmen, garantiert. Also, das Video nicht ernst nehmen. Es ist nur für Haralds Live gedacht. Wenn Harald, wenn du das siehst, sei bitte nicht beleidigt. Nimm es nicht persönlich, aber ist halt einfach so. Ja, also dann, ja, verabschiede ich mich dann mal von euch, ne? Also, tschüss.